Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, auf MicroHazard TV. Richtig. Mit natürlich dem Ice Dragon. Und dem Bio. So, wir wollen jetzt hier aufbrechen. Wir haben jetzt extra nochmal geschlafen, weil wir kurz eine Pause gemacht haben. Und leider ist wieder ein kleines Missgeschick passiert hier wieder mit unseren Bäumen. Ja, die Bäume sind größer, als wir erwartet haben. Eigentlich, könnte Zumal man ich auch sagen. Manche Bäume schon wieder nicht sehe. Ja. Gibt es auch so Synchronisationsprobleme manchmal? Aber nur mit den Bäumen irgendwie immer. Ich Ist auch so. verarbeite gerade nochmal so ein bisschen Fleisch, was ich gerade gesammelt hatte. Macht ja Sinn, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Essen dabei. Mir ist mir eingefallen, ich habe in meinem Reisepaket quasi kein Essen eingepackt. So, okay. So, gut. Das passt jetzt alles soweit, denke ich. Ne? Ja. Muss man was ablegen? Nö, brauche ich nicht wieder ablegen. So. Nochmal einmal Essen auswählen hier schon, so dass wir was essen können. Okay, gut. Wir wollen jetzt verreisen quasi. Genau. Wir brechen auf zum Camping. Das mit den Bäumen hier, Mindmapping. Was Bio meinte hier, ihr seht das, die sind doof. Es ist zu wenig Abstand, man muss mehr Abstand lassen. Und ich werde die Bäume im Offscreen dann irgendwann alle wieder wegkloppen und Wir setzen die hier drüben hier auf. wir setzen die dann hier drüben hinten ein Stück hinterm Gehweg, vielleicht so zwei Felder hinterm Gehweg oder so. So, ich würde sagen, wir gehen ins Landesinnere. Ja. Weil ich hatte gesehen, im Hintergrund waren da hinten irgendwo Berge, die würde ich mir gerne mal angucken. Na, lauf mal. Ich lauf jemand daher. Alles klar. Viecher, die ich finde zwischendurch, so wie Schweine und so, werde ich natürlich killen, wahrscheinlich schon wegen Essen. Ja, wäre auch schön, wenn du da auch mal ein, na gut, weil, guck mal, guck mal, in die Richtung da hinten. Wo? Hier in die Richtung. Ha? Da hinten sind Berge, siehst du das? Ja, jetzt. Also baut sich mal nach und nach bei mir auf. Also okay, bei mir baut sich früher auf. Okay, wir gehen jetzt durch einen dichten Wald im Prinzip, ja. Immer aufpassen, Vorsicht. Ja, ja. Hier geht es mich ganz schön runter. Die Löcher immer aufpassen. Da oben ist so ein Creeper, hast du gesehen? Wo? Hier oben. War gerade auf jeden Fall inner. Das hört sich zwar kein mehr. Du willst Creeper jagen, ja. Guck mal, hier wachsen Rosen. Hier wachsen Rosen. Nimm mal ein paar Rosen mit. Wenn ich irgendwann Tontöpfe machen kann, dann kann ich die vielleicht pflanzen. Ja, was denn? Habe ich ein paar Rosen auf meiner Terrasse? Ist das schön? Ja, schön. Pilz mitnehmen. Achso, was ich noch machen wollte. Was denn? Ach, ein bisschen Wolle mit einpacken. Achso, ja. So, Aber wir sollten, wie gesagt, versuchen nicht so lange hier so rumzuwatscheln an einer Stelle. Genau. Ja, deswegen müssen wir weiter. Wir wachsen ganz viele Rosen gerade, gucken. Ja, wir wollten ja in die Berge, also los, komm mit. Ja, ja, ich bin ja schon da. Geh jetzt mal den Hang hoch hier, mal gucken, wo wir da hinkommen. Hups. Aha. Ist da okay. hinten ein Bauwerk? Wo? Oder einfach nur andere Bäume? Das ist jetzt schon ein anderes Biom hier, glaube ich. Ne? Ja. Wenn du mal guckst, wir müssen immer so ein bisschen gucken, wie wir wieder zurückfinden. Ne? Also wir können uns anhand der Sonne orientieren quasi. Du die kannst ja auch einfach irgendwelche Fackeln hinstellen einfach. Nee, hatte ich aber jetzt nicht vor. Ach so, okay. Na ja, gut. Wir könnten uns an der Sonne orientieren. Wie gesagt, die geht ja am Strand hinten unter. Mhm. Notfalls könnten wir halt immer, wenn wir nicht mehr wissen, wie, Richtung Strand zurücklaufen quasi und dann einfach schon was finden quasi. So, wir gehen hier weiter, oder? Ja. Die Sonne steht in der Fläche. Wir hätten auch schon was bauen können hier oben, ne? Auf der Fläche hier. Ja. Na, zumal da oben diese Höhle, die sieht da voll fett aus. Oder? Welche Höhle? Na, da diese große Steinbauwerk da, ja. Ah, das so nach oben ragt. Und einfach hier rüber gucken. Oh, genau. Hier musst du aufpassen, hier geht's wieder richtig tief hier. Wo? Hier? Stopp! Ja, ja, ich seh's schon. Okay, gut. Deswegen, ich wollte mal in die Berge, mal gucken, was hier so ist. Wenn du Ressourcen findest, kannst du die gerne. Wo bist du? Ach da. Kannst du die gerne abbauen. Oh, naja, gut, wollten ja nicht in Höhlen. Wir mal gucken, so, was die Oberfläche noch so bietet. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen rumgucken. Auch immer da hinten.
Guck mal, dieses riesen Vordach, ey. Da hinten ist auch eine ganz tiefe Höhle da. Ja, ich hab schon gesehen gerade, ja. Ich schlachte mal die Kuh. Weil die geben ja Leder, die Kühe, ne? Ja. Und dann kann ich mir vielleicht auch mal eine Lederrüstung machen irgendwann. Da wäre natürlich eine schöne Höhle, wie gesagt, hier in den Bergen, ne? Also. Schöne Aussicht hier oben. Da wollte ich gerade hinkommen, ja. Sieht gut aus. Deswegen, also so vom Weiten sieht Minecraft gar nicht so hässlich aus. Nö, auch vom Weiten geht's. Ist halt wie ein altes Spiel ohne Anti-Aliasing. Du sagtest nicht, das können auch neuere Spiele sein. Ja, stimmt. Ist das hier Dschungel hier hinten? Nee. Nee, sieht irgendwie aus, als ob das wieder. Hier geht's ganz schön runter. Also, du kennst mich. Ganz schön schnell runter hier. Ja, ich komme einfach auch mit gerade. So, komm mal her, Küchen. Ja, ich wollte auch gerade die Kühe jagen hier. Kühe jagen. Ah, nicht abhauen, Hebel. Hier ist auch eine Höhle gewesen. Naja, es sind viele Höhlen. Ne, ist sogar Wasser drin, guck mal. Guck mal her. Hier. Guck mal. Oh ja. Aber wir wollten jetzt uns keine Höhlen angucken. Von daher. Schade. Nein, wir gehen jetzt nicht in die Höhle. Sonst sterben wir wieder nur und haben wir alles umsonst vorbereitet. Wo bist du? Hier. Da hinten. Sollten uns natürlich nicht aus den Augen verlieren, wäre gut. Solange wir nicht zu weit weglaufen. Ja, lange über den Namen. Sonst sehen wir immer noch den Namen ja noch. Ja, lange über den noch sehen ist alles gut, ja. Oh, hier geht's wieder runter, okay. Hm. Oh, hier wieder eine Kuh. Hier geht's auch vorsichtig. Hier geht's runter. Sollten wir Kohle. Müssen wir rumlaufen. Ach. Weil wir immer rennen können, die Kühe plötzlich. Ja. Ne? Ja, die haben jetzt gar nichts gebracht jetzt hier, was soll das? Ja, soll vorkommen. Also abgemagert, die Arme. Ja, Wüste gibt's ja auch noch, es gibt ja ganz viele verschiedene Biome quasi. Was? Selbst der Ozean ist ein Biom, ne? Echt, ja? Ja. Da kann es auch einen Tempel geben, Ozeantempel, ne? Ja, aber das ist halt das Thema, wir wissen nicht, ob das hier drin ist, ne? Ja, das ist der Punkt, wir wissen nicht, ob es hier drin ist. Das ist halt extrem schade. Also ich weiß zum Beispiel, auf der Vita ist es zum Beispiel so, dass du wirklich, wie gesagt, noch alte Bauwerke hast da drin, wenn du da mal ein bisschen so rumläufst. Ruinen und sowas, ne? Genau, und dann hast du zum Beispiel noch, findest du irgendwelche Schatztruhen manchmal so einfach hier rumstehen. Okay. Das ist wahrscheinlich hier auch nicht mit drin. Wir laufen jetzt den ganzen Tag einfach mal hier ins Land rein quasi. Ja, wir müssen auch immer gucken, dass wir... Was? Wieder wegkommen? Ja, nee, dass wir uns nicht verlieren. Ja, ja, ich guck ja immer mal, ich drehe ja immer wieder mal um und gucke, wo du bist gerade. So, da bist du wieder. Ja. Aha. Die Folge heißt dann wahrscheinlich Erkunden. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, ich kletter gerne mal auf Bäume, da sieht man auch eine ganze Menge. Ah, da hinten die Richtung. Also von dir aus gesehen, bleib mal stehen. Genau, in die Richtung gesehen. Da hinten ist eine flache Ebene. Wollen wir mal in die Richtung gehen? Jupp. Ah, da hinten ist ein bisschen flacher, also weniger. Oh, war ein bisschen ja, hoch. Tat weh, ne? Ja, war ein bisschen zu hoch gerade. Da sind ein bisschen weniger Bäume dann wieder, sieht man auch ein bisschen mehr. Warte mal kurz, ich muss mal hier kurz mal mein Essen tauschen hier. Hab nämlich schon wieder Hunger. Okay. Wir müssen ein bisschen auf den Sonnenstand achten, dass wir es noch schaffen, ein Haus zu bauen, ne? Ja, aber ich denke mal... Nee, ich bleibe nicht im Dunkeln ohne Haus draußen. Aber ich würde dann gerne weiter gucken. Ich laufe nicht nachts rum. Das war mit zwei Betten. Eins, weil ich zwei Betten bei habe. Warum hat er wohl zwei Betten bei, alter Ferkel? Ja. Was, Ferkel? Dankeschön, Schaf. So, aber langsam sollten wir gleich anfangen mit dem Haus, ne? Na jupp. Okay. Du hast alles bei, sagst du? Reichen einfach. Muss ja nicht groß sein, deswegen.
Mann, dieses scheiß Gras hier. Panik! Echt? Nö, Panik habe ich noch nicht. Wir können uns ja auch noch ein bisschen verteidigen, so ist es ja nicht. So, ich habe leider nur 28 Holzblöcke bei. Da lieber mal die Tür drin. Chill mal. So. Das können wir ja auch stehen lassen, das Gebäude, theoretisch. Mal abbauen dort wieder eine Weile, erst wenn wieder abgebaut ist. Ne? So. Wenn wir das jetzt abends oder morgens wieder Ich hoffe, abbauen würden. dass wir jetzt hier zwei Betten rinkriegen. Du hast ja wirklich ein bisschen sehr eng gebaut. Ja, Ach, doch, Quatsch. doch, so müsste es funktionieren. Wenn du die jetzt hier an die Wand hier hinstellst, die Betten. Ja, das passt schon. Immer da weg. So, da ist nochmal eins. Da ist nochmal zwei. Okay. Siehste, da kann man direkt schlafen. Die Betten müssen wir mitnehmen, den Rest können wir eigentlich stehen lassen, oder? Ja, die Fackeln nehme ich auch noch mit. Die Tür. Ja. Das Problem ist, ich werde dann wahrscheinlich fürs nächste Mal nicht so viel Stein haben, denn, ne, wenn wir das alles nicht mitnehmen. Dann lass uns das mal schnell abbauen. So schnell vergeht der Tag nur auch wieder nicht. Problem ist, dass die Sachen dadurch schnell kaputt gehen immer, ne? Ja. Wenn wir jedes Mal hier abbauen erst wieder. Aber gut, wir haben ja Material bei, wir können ja auch jederzeit wieder eine neue Pickaxe machen. Außerdem haben wir ja immer überall Löcher im Boden, wo wir immer wieder neue finden quasi. Ja. So einmal für die Nacht und komplett wieder abgerupt ist. Zack, weg ist es wieder, so nach dem Motto. Na, wir sind hier im Zelt halt, ne? Toll. Kaputt. Da oben ist ein Enderman. Was ist denn ein Enderman? Du meinst ein Slenderman? Ja, oder ein Slenderman. Wo bist du denn da? Hat sich Wo? jetzt Ah, da! wegteleportiert. Ne, da ist er. Ah ja. Wo? Wenn man Geradezu. die anguckt, wird er aggressiv, haben sie gesagt. Oh, wieder wegteleportiert. Was willst du mit dem machen? Willst du ihn tot Töten machen? will ich ihn. Gibt es da irgendwas? Ja. Wo ist er jetzt wieder hin? Da hinten geradezu. Da kann man Enderauge. Ja, jetzt ist er weg. Na gut, okay, lassen wir das. Aber wir können ja eh hier lang. Sind wir jetzt von da hinten, von dem Dschungel da Genau. gekommen? Gehen wir jetzt hier lang einfach. Da liegt Fleisch. Einfach so rum. Hol. Ah, da unten ist er wieder. Ja, aber ich glaube, der haut eh wieder ab. Ich habe schon mal einen gekillt gehabt, glaube ich, irgendwann. Also jetzt nicht hier. Naja, hat Ist gereicht. er da oben? Ja, der teleportiert sich immer halt, ne? Aber ich habe mir jetzt voll angeguckt. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht aggressiv wurde. Er wird auch nur nachts aggressiv, keine Ahnung. So, hier haben wir wieder eine Höhle. Oh, da muss man sogar Kohle hier. So, die abbauen jetzt. So, ich muss wieder was essen. Das kann ich ja beim Laufen machen. Das beim langsamen Laufen geht das ja. So. Mal ein bisschen umgucken. Da hinten die Berge geradezu. Also die da, hast du? Ja, nee, irgendwie ist meine Reichweite nicht so weit. Ich sehe bloß Ach Bäume. so. Ja, nee, weil dahinter die auf den Bergen sind nämlich nicht wirklich Bäume. Das interessiert mich mal, was das da hinten ist, so schön wie es da aussieht. Jetzt kommen hier Nadelbäume, also Nadelbäume sein zumindest. Echt? Jetzt Tannen quasi. Wir erkunden die Welt. Naja, gucken, ob überhaupt was. Vorsicht. Oh Gott. Ja. Oh ja, da geht's hoch. Wollen wir da nach oben, ne? Ja, ich guck nur, wie wir da am Oh, besten warte hoch mal und runter kurz, kommen. das will ich gerne mitnehmen hier. Mal gucken, wie wir da am besten hoch und runter kommen.
Ne, ist mal rüber, ne? Ja. So, dann hüpfen wir mal hier hoch. Jetzt geht's bei mir gerade nicht weiter. Nee, bei mir auch nicht. Nehmen wir mal die Schaufel. So. Buddeln wir uns halt mal einen Weg nach oben, wenn die anders geht. Oh ja, echt gute Aussicht hier oben. Bist du schon oben, ja? Naja, noch nicht ganz oben, aber relativ weit oben. Wenn du mal guckst. Schöne Aussicht. Aber ich will mal da ganz oben. Ja, gucken wir doch gleich. Da drüben noch rauf. Hui, hui, immer schön springen. Das ist der höchste Berg in der Gegend. Nee. Ist bestimmt noch höher. Oh, runterfallen möchte ich jetzt aber nicht, wa? Nee. Ich hab die Welt gesehen. Oh, da oben die Höhle, die fetzt da voll. Welche, die gerade zu? Ja. Achso, die da drüben. Ja gut, aber wir haben die Zeit schon wieder erreicht. Okay. Sehen wir uns dann Machen wir morgen hier einen wieder, also Cut und übermorgen. sehen uns dann genau zur nächsten Folge übermorgen. Wir sind schon relativ nah an den Wolken dran, guck mal. Naja, aber Wolken kann man nicht abbauen. Bist du sicher? Ja. Da hinten die Höhle, ne? Ist das da eine Höhle oder was würde da? Zeigt er mir dann nicht richtig an, da. Ja, ist zumindest relativ dunkel da. Was hast du für eine Sichtweite eingestellt, sag mal? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich also auf Maximum hier, kein wundert mich denn selber jetzt. Ja, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Na Bedanken uns natürlich klar. fürs Zuschauen, sagen ciao, tschüss und bis Bis zum zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.